So, geh durch. Dann nimm. Nee, nicht gehe durch das Loch, nicht Geheimversteck. Ich möchte. Ach, jetzt juckt es mich hier schon wieder, sorry. Ich will nicht durchs Loch. Ich will diese lose Ecke nehmen. Also das Loch. Betrachte die verriegelte Tür. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Wie auch immer, Poleptus Prumscham. Was gibt's denn hier noch alles zu sehen, was wir uns noch nicht angeschaut haben? Einen traurigen Clown anschauen? Traurige Clowns gefallen mir nicht. Aber wir schauen uns an. Okay, dann ist er vielleicht lustig. Okay. Das war's jetzt wohl, traurige Clown. Durchsuche das. Gibt's denn noch etwas da drinne? Nein, okay, da ist nichts mehr drinne. Das Gemälde will er nicht nehmen. Okay, er will es nicht nehmen. Wie auch immer, Gesundheit und so weiter. Haben wir irgendwas übersehen, verdammt? Was haben wir übersehen? Also schauen wir hier noch einmal. Aha, eine Flöte. Ja, nimm sie mal. Vielleicht können wir ja hier einen auf Schlangenbeschwörer machen. Und die Schlange. Oh, ich denke, dass da eine Schlange drin ist. So Körbchen und so. Und Schleier, Scheiler, sagt unser Freund dazu. Untersuche den Korb. Warte mal, wir nehmen erst einmal hier Pfeife, spiele auf der Flöte. Aha. Pudo? Ist doch keine Schlange, ist ein Seil. Aber er denkt, das ist. Okay, gut, dann. Wir versuchen die Ecke vielleicht doch irgendwo anders anzubringen. Also ich weiß nicht. Irgendwie müssen wir doch diese blöde Ecke, wenn wir sie doch schon mitnehmen können. Oder müssen wir erst einmal runter? Wir gehen mal runter und gucken, ob Nate mit dem. Jetzt hat er dieses Loch genommen. Das funktioniert. Klebetragbares Loch an die Wand. Okay, gut, das geht wohl wirklich nirgendwo anders. Alles klar, dann gehen wir jetzt da halt durch und ich würde es gerne von der anderen Seite an mich nehmen. Gehe durchs Loch oder geht nur, gehe durchs Loch. Wir können das nicht mitnehmen. Alles klar, gut, dann gehen wir halt eben doch zurück zu Nate. In der Hoffnung. Was sagt er wieder? Nur schöne Lichter oder so, hm? Wir müssen. Ich habe auch keine Ahnung, hätte ja sein können. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, Nate in die Galerie zu bringen. Aber wenn er doch da hochklettert, kann er doch da durch. Also, okay, gut. Auf geht's. Wir geben Nate die Flöte. Nimm das Bild. Können wir das Bild nehmen? Das will's nicht nehmen. Das geht nicht. Können wir es vielleicht irgendwie. Nein. Vielleicht damit. Auch nicht. Was gibt's da? Die Treppe hinuntersteigen. Rutschen wir da nicht vielleicht runter? Ah, nee, das funktioniert. Aber jetzt müsste doch. Ah, okay. Gott. Huch. Alles klar. Juhu. Fee, was hast du rausgefunden? Lass dir was einfallen, wie du mich darauf bringst, sonst kann ich dir nicht helfen. Also, wir haben hier eine Flöte. Nimm die mal. Wie Dann. hilfreich. Ja. Dann haben wir hier ein verwinkeltes Metallstück gefunden. Eines der Metallstücke. Gute Arbeit. Ja. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich das brauche, diesen Faden oder du. Ja, keine Ahnung. Jetzt. Trip-Trap.
Muss ich da jetzt wieder hoch? Ja. Muss ich bestimmt wechseln. Okay, ich übernehme. Gut, dann übernehmen. So. Jetzt haben wir ein Blasebalg, die Flöte und das Metallstück. Das Metallstück versuchen wir doch mal gleich irgendwie da reinzustecken, oder? Geht das nicht? Eine Flöte aus den Ostlanden. Ich habe mal gesehen, wie Magier damit Schlangen zum Tanzen gebracht haben. Ja. Ihr wollt eigentlich wissen, was du mit dem Strohhelm... Ein seltsam verwinkeltes Metallstück. Ja. Und das vielleicht... Nein, das wollte ich nicht. Das kann ich. Ich war in Huffenhausen im Spielmannszug. Um Mädchen in kurzen Röcken zu sehen. Ich bin ein harter Kerl. Sicher. Was machst du jetzt? Ah, okay. Gut, dann muss halt unser Vieh nochmal aufgeblasen werden vielleicht. Nochmal. Mhm, Mund auf. Luft rein. Ich frage mich, ob er die Luft oben oder unten rauslässt. Naja, wie auch immer. Okay, gut. Dann latschen wir halt wieder zurück zu dem Loch. Und gucken dann, was passiert, wenn Nate auf der Flöte spielt, Seil rauskommt. Ja, was wir dann machen müssen. Weil eigentlich müsste doch das Seil dafür helfen, Nate hochzuschaffen. Also alles klar, jetzt wechsle ich mal geschwind. Lass Nate auf der Flöte düdeln. Und wir gucken mal, was passiert. Und jetzt klettere das Seil empor. Aha. Ja, das war jetzt sehr hilfreich. Ah, können wir vielleicht mit dem Loch in der... okay, gut. Dann stecken wir das Loch ein, nehmen es mit und mal gucken, ob wir es hier irgendwo noch befestigen können. Okay, gut. Versuchen wir es mal so. Ich versuche mich gerade dran zu halten, habe mir jetzt durch einen anderen Tipp in meinen Kommentaren hier an meinem Tisch so Markierungen gemacht, aber es ist nicht sehr einfach, da ständig drauf runter zu gucken, bis dahin und so. Also, wir wollen nicht den fliegenden Blumentopf betrachten, wir wollen die lose Ecke. Nehmen das Loch mit. Genau, so, Nate soll wieder auf der Flöte rumtüdeln. Tüdel, tüdel. Och, die Musik ist doch schön. So, und nun? Zack, bumm. Und wir haben das Löchlein. So, und jetzt versuchen wir mit dem Loch. Loch, kann ich dich hier irgendwo festmachen? Nein. Vielleicht da drinne? Habe ich jetzt zwei Löcher? Warum habe ich jetzt zwei Löcher? Hä? Ja, was soll ich jetzt mit meinem Loch hier machen? Das frage ich mich jetzt. Was sollen wir jetzt mit unserem Loch hier machen? Nicht einschlafen? Vielleicht dahin? Ich habe keinen Plan. Wo sind wir jetzt? Hier. Loch. Loch. Nein. Weiter geht's. Wir finden schon einen Weg. Irgendwo das Loch festzumachen. Können wir vielleicht das Loch am Gemälde festmachen? Nein. Treppe? Näht? Dann gehen wir halt wieder runter. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Loch anstellen sollen. Hm.
Sehr schön. Ja, juhu. Wo machen wir es fest? Ah, okay. Gut. Also, ich gehe da durch. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Da kommen wir dann raus. Alles klar, gut. Dann, lieber Nate, gehen Sie bitte durchs Loch. Magie war mir nie geheuer, aber immerhin geht es darum, ein paar Fellknäueln, die ich kaum kenne, das Leben zu retten. Ist aber was sehr tue nett. Ich hier eigentlich? Nicht schlimm. Hast du fein gemacht. Wow. Eigentlich wollte ich sagen, immer nur geradeaus laufen, nicht nach rechts oder links abbiegen, dann kommen sie auf jeden Fall an, wo sie ankommen möchten. Ende der Durchsage. Ja, gut, jetzt sind wir Nate. Und was machen wir jetzt mit unserem Nate? Wir schauen uns hier die Sachen an, schauen wir uns die Sachen mit Nate an. Mal gucken, was er so dazu zu sagen hat. Das Bild zeigt ein Schwein, wie es ein Schweineleben führt. Hm. Ah ja. Das Bild zeigt etwas Unmögliches. Der Rahmen des Bildes ist ziemlich tief. Da könnte man etwas reinstellen. Was reinstellen? Was willst du denn da reinstellen? Vielleicht das da? Nein. Vielleicht die Flöte? Auch nicht. Vielleicht den Blasebalken? Nein. Vielleicht muss unser Vieh... Naja, okay. Vielleicht muss unser Vieh doch dem Nate... den Faden zurückgeben. Vielleicht kann er den Faden ja da reinmachen. Das werden wir jetzt mal gleich testen. Gib ihm mal den Faden. Und da wir Nate am besten verstehen, versuchen wir jetzt einfach mal mit Nate weiterzumachen. So, jetzt versucht den Faden. Nein, das geht auch nicht. Okay, dann betrachte einfach mal den Engel, mein lieber Nate. Vielleicht. Das Bild zeigt einen Harfe spielenden Engel vor einigen Wolken. Mhm. Okay. Das war's. Mehr nicht. Was gibt's hier noch so anzuschauen für Nate? Da leuchten ein paar Bilder. Wir können uns noch das seltsame Bild anschauen, wo ja unser Krümelmonster das Loch rausgezogen hat. Das Gemälde zeigt einen Kuchen. Auf dem Zuckerguss steht ein Wort. Hm. Lüge könnte das heißen. Lüge. Müssen wir lügen? Ja, und jetzt? Ach so, dann schauen wir uns noch den traurigen Clown an. Wow, das ist echte Kunst. Das Gemälde zeigt einen Clown. Doch, er ist traurig. Und warum ist er traurig? Sollen wir ihm vielleicht was vorspielen? Ah! Vielleicht muntert ihn das ein wenig auf. Ja, vielleicht. Scheint nicht geholfen zu haben. Er sieht vielleicht sogar noch ein wenig trauriger aus. Vermutlich war es ihm nicht lang genug. Oder zu leise. Hä? Für mich hat sich das nur nach einem Gequietsche angehört. Gut, können wir vielleicht hier irgendetwas miteinander kombinieren? Puste Luft. Das ist eine Flöte, kein Dudelsack. Und? Können wir deswegen nicht hier mal... Das ist eine Flöte, kein Dudelsack. Das ist eine Flöte und kein Dudelsack. Ja, ist ja gut. Schau dir mal die Tür an. Die Tür ist durch einen Mechanismus gesichert, der nicht so aussieht, als könne man ihn aufbrechen. Mhm. Okay. Der Balkon ist zu weit weg, um da hoch, runter, naja, rüber zu springen. Aber stand draußen vor dem Turm nicht eine Leiter? Sag mir nicht, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Aber bevor wir das machen, sollten wir uns doch erst noch mal hier umschauen. Oder nicht? Oder gehen wir doch raus? Wir gehen noch mal durchs Loch. Ist er jetzt ein bisschen schneller, da ja das Loch direkt neben dem Kamin hängt. Wir sind hier im Turm schon ein gutes Stück vorangekommen. Mhm. Vielleicht ist es an der Zeit, draußen einmal nach dem Rechten zu sehen. Das werden wir auch tun, meine Lieben. Allerdings mache ich jetzt an der Stelle einen Cut. Es passt einfach. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.